Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Big Scheune. oh hey, Kumpel, komm mal her hier. Ich habe für dich Metz. Da freust du dich. So, wir sind immer noch mitten im Bau der Scheune. Ich muss noch gerade mal kurz gucken. Okay, bin schon... Wie lange war ich jetzt schon nicht mehr hier? Bestimmt eine, fast 2 Wochen. Schon wieder nicht. Und Halloween ist jetzt auch vorbei. Ich hatte zwar tatsächlich geplant, ein Halloween-Event zu machen, aber... ich weiß nicht. Es hat zeitlich einfach leider nicht gereicht. Es tut mir leid, Leute. Und... wir schauen mal, wie wir jetzt hier bei dieser wunderschönen Scheune weitermachen. Ich habe so ein paar... Brainstorms. Aber echt schon wieder so knapp mit Holz? Scheiße, ey. Was? Wie viel Holz brauchen wir eigentlich für diesen ganzen Scheiß? Mal ganz ehrlich. Meine Güte. Ich habe auf jeden Fall hier diese wunderschönen Stairs. Jetzt ist die Frage, also, um so ein bisschen dem Thema Scheune zu bleiben, müssten wir eigentlich wirklich ein Holzdach bauen. Überlege ich gerade, was. Also wir haben von innen eh dieses Holz hier. Okay, wenn wir jetzt damit drauf gehen. Ich baue das einfach mal los. Dazu nehme ich mir allerdings mal wirklich alles mit, was ich von diesem Holz hier noch habe. Weil ich habe nämlich die ganz schlimme Vermutung, dass wir wieder leer gehen werden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man davon jetzt dann von innen sieht. Auf jeden Fall. Hier hin und einen raus, also so wie immer. Immer wenn ich still bin, versuche ich gerade nachzudenken und mal mir ein paar Sachen im Kopf aus. Nee, ich mache das jetzt erstmal einfach so. Reicht jetzt hier mit diesem ständigen Denken, 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 Zeit verschwenden, Denken. Ich baue jetzt einfach mal drauf los. Eine Sache, eine Besonderheit, die ich bei diesem Dach auf jeden Fall mal machen wollte, probieren wollte. Geht das dann mit dem 2 hoch? Genau, das steht dann ab. Ja, zu dieser Besonderheit komme ich dann gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich die so direkt auch schon dran bauen kann. Ich überlege mit der Scheune tatsächlich 2 rauszugehen. Weil das ist nun wirklich ein sehr großes Dach. Und damit das irgendwie ein bisschen mit dieser Ab... damit das so ein bisschen mehr einwirkt ins Gebäude, müssen wir das, glaube ich, tatsächlich 2 rausmachen. Und bevor ich das tue, zeige ich euch mal eben kurz, was ich meine. Und zwar würde ich mal gerne probieren, bei dem Dach hier so immer das Holz dran zu machen. Von außen. So, dass wir von innen dann ganz normal das hier haben. Und von außen dann halt diese Holzstämme.
um dem Ganzen so ein bisschen einen eigenen Stil zu geben, sag ich mal. Ich werde das... Werde ich das hier mit einziehen? Ich weiß nicht. Ich glaube erstmal noch nicht. Ich baue es erstmal nochmal ganz normal hin. Und ich würde mal sagen... Boah, sieht das geil aus. Mit dem Mondschein. Holy shit. Eigentlich müsste ich wieder die Kühe machen, ne? Ich hab kein Getreide dabei. Okay, Leute, ich werde mal ganz kurz ein bisschen offscreen weiterbauen. Und wobei, nee, eigentlich könnte ich auch kurz eine kleine Timelapse machen. Wie ich das hier eben fertig baue. Oder was heißt fertig baue? Weiterbaue. So. Dann bis gleich. Das wäre so die Grundidee vom Dach. Ich guck mal eben kurz, ob man schon ein bisschen was sieht. Von meiner... Naja, nicht wirklich. Ich glaube, so richtig sehen wird man es erst dann, wenn auch das ganze Ding da erstmal steht. Ich habe noch keinen Plan, ob ich das Dach vielleicht ein bisschen abrunden möchte. Das heißt, dass ich es nicht maximal hoch baue, sondern dass es dann... ab einem bestimmten Höhegrad einfach flach bleibt. Das heißt, wie viel können wir denn noch hier benutzen? Ich muss auf jeden Fall noch ziemlich viele Stairs machen. So. Also im Grunde möchte ich, glaube ich, wirklich irgendwo so einen Moment haben, wo das Ganze einfach abschwächt. Das heißt, dass es nicht mehr nach oben geht. Habe ich hier Slabs? Da sind Slabs. Ja gut, für die Stelle, die ich mir da im Kopf habe, bräuchte ich die schon. Ich weiß jetzt noch nicht, in wie viel Mass. Ich mache es erstmal so. Gucken wir mal, bis wie viel es reicht. So, au. Oh, hey, danke für die Rose. Ich habe das Ganze jetzt mal bis, ja, das sieht so ein bisschen seltsam aus, ich weiß, bis hier zu diesem Ding eingezogen, weil ich wahrscheinlich dann nicht hier dieses Endstück haben werde. Das heißt, ich werde jetzt Dächer, diese Dachdinge bis nach hier so vorbauen. Und hier, bis hierhin, bis da, also dann hier, die hier kommen noch dran. Aber ab hier ist dann so gesehen erstmal Ende. Und da wird dann ja, das flache Dach weitergeführt. Ohne diese ganzen anderen Sachen. Allerdings weiß ich nicht,
ob das überhaupt noch reicht, weil ich glaube nämlich sehr wahrscheinlich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir wieder Holz holen müssen. Wer hätte das gedacht? Okay, ich guck mal, wie viel ich noch drüben hinkriege. Ich hätte natürlich nochmal Stufen craften müssen. Und dann schaue ich mal, ob ich wohl möglich mal zur ganz großen Abwechslung mal wieder Holz holen muss. Ihr merkt schon, es ist wirklich krass, wie viel Holz wir in diesem ganzen Bauakt hier immer verbrauchen müssen. Es ist wirklich unglaublich. Und ich sollte bald wieder pennen gehen, weil die nämlich letztes Mal Viecher gespawnt sind, wie ihr gesehen habt. Vielleicht spawnen sie jetzt nicht, weil ich habe jetzt Fackeln aufgestellt, aber wir schauen mal. So. Dann mache ich mal erstmal weiter. Mal sehen, wie weit es noch reicht. So, da wären wir erstmal wieder. Dieses kleine Stückchen hier hat es leider nicht mehr gereicht. Was so viel heißt wie, ja, im Grunde kann ich jetzt schlafen gehen und direkt wieder in den Creeperwald gehen und Holz holen. Das ist die bittere Realität. Ei, 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 ei. Also dann. So, Leute, da bin ich mal wieder. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt momentan gerade keine Einschätzung, wie lang diese Folge hier ist. Oh, weia. Ich weiß nur, ich bin hoffnungslos überladen mit allem Zeug. Ich habe jetzt auch wieder Holz geholt ein bisschen. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir mit dem ganzen Kram hier noch kommen. Ah, lalalala. Das Zeug hier kommt erstmal mal hier rein.
So, wir haben jetzt wieder 7 Sticks Holzeleinchen. Das dürfte wieder für eine Weile lang reiche Leinchen. Reiche Leinchen. So. Ich glaube, so viele von denen hier werde ich gar nicht mehr brauchen. Ich mache jetzt die beiden Stacks hier noch so halbwegs voll. Und wir schauen jetzt gleich mal. Denn was auf jeden Fall jetzt gleich hier kommen wird, ist erstmal so eine Säule. Also hier, das ist so der Abgrenzbereich. Ich weiß nicht, ob dann jetzt hier drauf auch nochmal Dach kommt oder ob jetzt hier erstmal finito ist und jetzt hier dann einfach auf einer Stelle halt weitergebaut wird. Also auf einer Höhe meine ich, nicht auf einer Stelle. Hey, komm ich darauf? So. Ich mache erstmal alle 4 schon mal fertig. Und dann gucken wir mal. So, hier hinten ist das Dach noch nicht ganz durch gewesen, das weiß ich noch. Was gebrannt? Nee. Und zwar hier. So. Haben wir das auch? Und jetzt kurz mal überlegen. Gehe ich jetzt hier einfach weiter, also gerade weiter, oder gehe ich noch einen einzigen hoch? Man könnte noch einen einzigen hochgehen, aber ich glaube fast, das müssen wir gar nicht mehr. Ich glaube, es reicht, wenn wir jetzt hier wirklich gerade gehen. Ich muss das gerade mal mir gedanklich ein bisschen visualisieren, mal wieder. Also, ja doch, erstmal hier das hier mal gerade machen. Und dann. Und dann und dann und dann und dann und dann. Und dann und dann und dann und dann. Müssen wir Half-Slabs benutzen. So, die Half-Slabs. Die kommen jetzt erstmal hier dran. Bis nach da hinten einmal durch. Und jetzt bapp ich hier allerdings trotzdem wieder dieses Holz dran. Dann ist nämlich ab hier das Dach ein bisschen gerade. Ich habe nämlich keine Lust, dass das dann am Ende alles irgendwie ein bisschen zu krass groß wird. Weil wenn wir das jetzt bis zur Spitze hochziehen, das Dach, wird es halt unfassbar riesig. Und ich meine, es wird fast ein bisschen zu riesig. Deswegen. Ja, ich werde, glaube ich, die hier auch nochmal durchziehen. Und dann müssen hier halt überall gleich die Half-Slabs drauf. Half-Slabs dann drauf und dann das Holz dahinter. Und dann möchte ich nochmal runter. Mir das Ganze nochmal anschauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich dann diese Innenstücke bauen möchte. Ich meine, ich werde da aber strukturell wohl nicht allzu viel ändern. Es kann allerdings sein, dass wir dafür wieder Zäune brauchen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal runter müssen. Bin ich eigentlich hochgekommen? Auch mit den Stämmen, ne? Ja. Immer eine Ausrede für finden. So. Okay. Ne, bis hier nach vorne ging es nicht. Ja, das muss ich dann aber auch nochmal individuell anpassen. So, erstmal das hier schon mal verbinden.
Und dann müsste ich auch mal sehen, dieses andere Holz, was ich noch geholt habe. Da können wir, glaube ich, auch bald die nächste Ladung Bücherregale in Angriff nehmen. Die Zuckerrohrfarm wartet bestimmt auch schon wieder auf mich. Und da kommen wir dann, wie gesagt, auch Stück für Stück mal voran. Und ich glaube, dann hiernach werden wir auf jeden Fall das mit den automatischen Farmen angehen. Also automatische Farmen und dann Kellerverbindung von der Scheune aus, also nochmal nach unten, irgendwie einen Lagerraum, so einen provisorischen bauen für die Scheune, dass wir dann da vielleicht uns wirklich drauf fokussieren, da dann alles farmmäßige reinzupacken. Und diese anderen beiden Lagerräume, die wir dann da haben, also den hier und den dann halt da drunter im Haus noch, dass wir die auch auf irgendwas vielleicht spezialisieren, ich weiß noch nicht genau. So, dass ich vielleicht wirklich irgendwie dann das hier als das Schmelzhaus habe, sodass dann da halt drin halt immer Metalle und so weiter drin liegen, also die ganzen Erzekram-Geschichten. Das Lagerraumzeug, was dann unten ist, ist für diese ganzen ausgegrabenen Steine und Blöcke und Holz und Blöcke. Ja, Blöcke halt. So. Steh da. Ich muss, glaube ich, gleich ganz nochmal, ganz dringend hier ganz schnell nochmal runter. Weil nachts hier oben zu bauen, während hier gleich Viecher spawnen auf diesem großen Ding, wo noch die Half-Slips nicht drin liegen, könnte etwas risky sein. Deswegen, wir schauen gleich mal. Schöne Aussicht. Ich mag das. Einfach Fotos machen. Ich weiß nicht, irgendwann wird es vielleicht mal als ein Thumbnail verwendet. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Die Zeit wird es zeigen. Zeit wird es alles zeigen. Die Sache mit den Eingängen, das muss ich auch nochmal überlegen. Die stehen auch so halbfertig da. Jetzt sollte ich erstmal schlafen gehen. Komme ich irgendwo halbwegs komfort? Nein, komme ich nicht. So, kann ich hier schon mal so ein kleines bisschen. Eigentlich noch gar nicht, weil es sieht halt alles noch so ein bisschen rohbaumäßig und weird aus. Deswegen! Oh Mann! Muss ich jetzt mal unbedingt schlafen gehen. Und ich glaube, das ganze Gedönsel wird dann in der nächsten Folge weitergeführt. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich die 20-Minuten-Marke voll. Und vielleicht habe ich das bis zum nächsten Mal ja schon fertig. Das heißt, dann haben wir hier die Dinger drin, oben die Half-Slabs. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal weiter. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wir haben noch Holz, sehr gut. Und ciao. Super.
Alter. Dieser scheiß Holzblock. Oh Gott.